Hey yo, what's up, what's up? It's your boy Jimmy D. Roy and SNO Squad, Track Riders Entertainment, baby. And right now you're on 4stylers.com. Check it. Yo, what's up, this is Ty Cruz, and you're tuning in right now to 4styler.com, the event community for Bremen. So check it out. And why you decide to become a singer or a producer? It's just something that naturally came to me. Like, I've always been wanting to do music all my life, so just anytime that there's a musical instrument or something, that's what I want to do. So. Hey, the last song, I Just Want to Know, was a big success. The song was played in a lot of clubs here in Germany too, and gets very famous. Did you expect this big? Yeah, definitely. No, I'm joking. No, I just put the song out in London on my own record company, which is called Rockstar Music, and it just started to do its thing. You know, I knew it was good, but I didn't think that it would be like all different countries would start playing it and stuff. So. Do you write your songs yourself? I write all the songs, I produce all the music, I mix the tracks, I kind of just do everything, so it's very cheap for the record company, because I just do all of it, so it's very convenient. So I try and do as much as I can, because I love music, so. Guten Deutsch. Fast, ne? Was machst du hier? Heute Abend Party machen. Ein bisschen morgen Geburtstag und so. Endlich 21. Vorstyler.com. Michi, Maxi und Max. Genau. Alle heißen gleich. Vorstyler.com. Die angesagteste Internetseite überhaupt. Vorstyler.com, mehr Einschaltquoten als YouTube. Vorstyler.com, Livestream, Michi, 18.30 Uhr. www.vorstyler.com.httlmp. Geile Viber. Hayat Bennett. Dazu hinzufügen muss ich noch, ich liebe meine Freundin über alles. Du hast ja jetzt eine neue Single rausgebracht, oder bringst du noch raus? Bombe geht halt um ein Mädchen in der Diskothek, die man halt Bombe findet. Ne, jeder hat sein eigenes, in Hamburg bei uns ist das Slang Bombe, Hammer und die ganzen Sachen. Und da habe ich halt ein bisschen eine kleine Geschichte erzählt, was ich denke, wenn ich in eine Diskothek reinkomme. Kommen wir jetzt mal auf Bremen zu sprechen. Du warst ja das erste Mal in Bremen am 1. Dezember hier bei der R&B Revolution. Und das war ja dann unsere Party von 4styler.com. Sag mal, wie hat dir eigentlich die Party sozusagen weitergeholfen? Also hat sie dich irgendwie weitergebracht in deinem Leben auch und in deiner Musikerkarriere? Also ich muss ehrlich sagen, am 1.12.2006 die Party in Bremen von dem Club Moments war das, weiß ich noch ganz genau, kann ich sehr gut erinnern. Das war natürlich die Party von den 4styler, von den Jungs hier. Und die hat mir sehr viel weitergeholfen, weil aus einem bestimmten Grund, das war mein erster Gig, wo ich meine Single Galerie vorgestellt habe. Und dann habe ich erst gemerkt, wie die Single überhaupt ankommt, wie meine Musik überhaupt ankommt. Und durch diesen Tag habe ich es wirklich, wirklich erst ernster genommen, meine Musik. Habe ich gedacht, ey, das geht voran, die Leute mögen meine Musik. Galerie kam so gut an, obwohl ich auf Mallorca in der Zeit war. Das war die Zeit, wo ich echt auf Mallorca meine Produktion gemacht habe. Und dann seit dem Tag gebe ich noch einen Gang mehr Gas. Muss ich wirklich sagen, das ist wirklich so. Also vielen Dank an die 4styler Jungs auf jeden Fall. Die Kuchen und die Gäste. Yeah, ey, wir sind bei Skeleton auf der Party, Mann. Theo Cruz, komm gleich. Hast du ein paar Grüße? Grüße? Grüße, Mann. Guck in die Kamera. Ich grüße Ahmed, Ferhat, Gumbu, Erik und die anderen aus Suchting. Alles klar, danke, ne? Mach's gut. Und Michi auch. Habt ihr ein paar Grüße? Ja, klar. Ich grüße alle Miris, alle B6 und alle Ottersberg, alle Eutner, alle Bassner, Teneva, alle. Achim nicht vergessen. Achim auch. Grüß Gott, Achim. Meine Freunde, meine Freundinnen. Wen denn noch? Die alle hier in Kapitol sind. Ja, ihr seid hier bei 4styler TV. Und ihr könnt, habt jetzt die Chance, jemanden zu grüßen bei der Party von Skeleton. Wir grüßen alle, die hier sind. Mehr wollen wir nicht. Und du? Ja, genau gleich. Genau gleich? Ich grüße meinen Bruder JMG, Rapper, sein Album unter www.streetsoldiers.com oder .de.
Alles klar, danke Jungs, ne? Macht's gut. Ohne lang zu überlegen, machst du mit. In mir kocht mein Blut, ich bekomme von dir nicht mehr genug. Du bist sexy, du bewegst dich. Ich wollte grüßen heute. Ey, ich grüße meine Brüder Tommy und Edu, ja? Die ich über alles liebe auf der Welt. Ja, wie geht's? Ja, gut, ne? Wie findest du Forstaler.com? Das ist die geilste Seite überhaupt. Willst du jemanden grüßen? Na klar. Mich mal Sharon grüßen. Es ist die geilste Vibe überhaupt. Und freust du dich schon auf den Auftritt von Skeleton und Theo Cruz? Freust du dich schon auf den Auftritt? Auf jeden Fall. Ich freue mich total. Ich bin total aufgeregt.